So, willkommen also heute zu einer weiteren Folge der Clicker Idle und Incremental Games. Als nächstes geht es weiter mit Harvest Season und hier ist es jetzt so, das Fullscreen funktioniert jetzt in der Hinsicht, weil beim letzten Mal hatte ich ja das mit Vollbild und dann waren die Dinger nicht an der richtigen Stelle. Das heißt, ich muss aber das Spiel jetzt zumindest einmal neu starten und dann bekomme ich die auch am Rand. Also wie ihr seht, wenn das Spiel auf Vollbild umgestellt wurde und dann neu gestartet wird, dann befinden sich die ganzen Items und die ganzen Leisten und so weiter auch ordentlich am Rand, so wie es sein soll. Und ja, wie geht's jetzt in dem ganzen Ding weiter? Im Moment ist so ein bisschen Schwierigkeit mit der Motivation. Oh no. Oh no! Jetzt hatte ich das durch den Neustart, weil ich den vorher nicht collected habe, habe ich jetzt den 8-Stunden-Boost verloren. Also das ist, also wenn ihr das Spiel startet und dann nochmal schließen wollt, sammelt vorher den 8-Stunden-Bonus ein, weil sonst geht euch der flöten. Das ist jetzt etwas ärgerlich, aber lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Okay, also ansonsten hier habe ich jetzt mein Dungeon, gehe ich jetzt auf Level 100 zu. Ein Boss. Bin ich mal gespannt, was der für einen Unterschied macht, aber das werdet ihr heute jetzt auch nicht mehr erfahren, weil das einige Stunden dauert, bis der erledigt wird. Also ihr könnt jeweils immer bis zu 3 Ebenen auf einmal machen und die werden dann halt zeitlich nacheinander abgearbeitet von den Ressourcen und so weiter. Gibt sich da jetzt kein größerer Vorteil, außer dass halt während ihr offline seid, dann der Dungeon weiter bearbeitet wird. Von den Geschwindigkeiten seht ihr, im Moment ist jetzt ein Plus aktiv und ich kann hier ziemlich schnell die Sachen abernten, ohne dass ich hier irgendwas beschleunigen muss. Mal gucken, was ist denn das Daily heute? Fulfill Building Request. Okay, 185. Das klingt viel, aber jeder Building Request gilt, wenn ich den hier natürlich mit einem 10er erfülle, gilt auch als 10. Das heißt, ich muss eigentlich nur 19 Gebäude zufriedenstellen. Dann habe ich das auf jeden Fall auch schon erledigt. Jetzt werde ich aber wahrscheinlich einiges an Holz abbauen müssen, genau, weil ja, ich leider den 8-Stunden-Bonus, der aufgelaufen ist, jetzt nicht einsammeln konnte. Schade, schade, schade. So, ein bisschen die Schwierigkeit ist jetzt zu überlegen, wann resette ich eigentlich das Spiel, weil ich bin jetzt auf einem ganz schönen Niveau, habe mich inzwischen bis Major Level 136 schon wieder hochgearbeitet und bin jetzt eigentlich erst in der dritten Saison. Das heißt, ich habe erst zweimal resettet. Und wie ihr seht, obwohl ich jetzt schon so hoch bin, habe ich eigentlich nur 2 Blueprints, die ich bekommen könnte und 3 Skill Points. Was daran liegt, dass ich beim letzten Reset schon bis Level 100 gekommen bin oder vielmehr bis Level 100 gespielt habe und mich dann entschieden habe zu resetten. Weil was leider ein bisschen schade ist, dass man eben nur für die noch nicht erreichten Level Blueprints und Skill Points bekommt. Insofern, wenn ich jetzt resette, dann muss ich erst wieder mindestens bis Level 140 kommen, bevor ich überhaupt den ersten Skillpoint bekomme. Und deswegen ist so die Frage, wenn es jetzt eigentlich schon ganz gut läuft, wieso eigentlich dann weitergehen? Weil was ist sonst noch der Vorteil, in die nächste Season zu wechseln, außer das einzusammeln? Weil so hoch fallen die Boni jetzt auch nicht auf, dass ich wegen 1 oder 2 Skillpoints sich lohnen würde, hier tatsächlich, also hier unten sind ja der Skillbaum, 2 habe ich aktuell verfügbar. Da ist es jetzt so, also hier der Bonus wäre jeweils nochmal eine Steigerung um 25%. 50% habe ich jetzt mit einem Skillpoint schon bekommen. Und das gleiche hier. Es ist auch möglich, dass man hier über den Dungeon Skillpoints bekommt. Das heißt, da ist natürlich sinnvoll mit einem Reset, weil der Reset setzt den Dungeon wieder auf 1 oder auf 0 zurück. Und man kann die Level nochmal neu durchlaufen. Ich weiß nicht, ob man jetzt bei dem Boss dann den Skillpunkt automatisch bekommt oder genauso wie die Blueprints, die ich auch schon hier bekommen habe, ob die davon letztlich abhängen, dass man so einen Boss erwischt. Also hier gibt es nämlich auch die Möglichkeit, theoretisch für 300 von dieser Premium-Währung, für 300 von diesen Diamanten, Edelsteinen, einen Skillpoint zu kaufen. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Was ich jetzt mehrfach gemacht habe, ist, es gab hier hinten ein ziemliches gutes Angebot, wo ich 50 Blueprints auf einmal kaufen kann. Also hier seht ihr 2 Blueprints, Stück 40.000, also 40 Edelsteine. Hier beim Geld ist es ja egal, weil Geld habe ich immer mehr als genug. Das heißt, den kann ich auf jeden Fall kaufen, wofür auch immer der ist.
Aber eben den Skillpoint werde ich nicht kaufen. Wo ich das jetzt einmal schon gemacht habe, ist bei dem Farming, also bei den Bäumen. Das heißt, da habe ich 50 Blueprints. Und bei irgendeinem anderen Teil habe ich das auch noch. Und da kommt nämlich auch schon wieder das Erste. Die Blueprints sind ein bisschen unpraktisch in der Hinsicht. Also wenn ich mir jetzt hier anschaue, okay, ich kann hier zwei Blueprints für das Ding und für das Ding kaufen. Okay, bei dem kann ich es jetzt noch erkennen, weil der da oben steht. Das ist für das Fishing. Bringt mir bei den Buildings 10%, was die Gebäude droppen und 25% auf die Münzen, die sie fallen lassen. Für die andere, für die Windmühle, ist jetzt schon die Frage, okay, welches Gebäude ist denn das? Okay, das ist in dem Fall auch das da oben. Okay, eins von den Dauerteilen, die halt ständig Ressourcen liefern. Schwieriger wird es dann, wenn es hier irgendeins von den Häusern betrifft. Mal gucken, irgendeins von denen. Ah, hier zum Beispiel das Medium Inn. Da habe ich den anderen 50er gekauft, aber woher weiß ich das? Weil wenn ich jetzt die Gebäude baue, Medium Inn war jetzt ein Population. Das Problem ist, dass mir hier leider nicht angezeigt wird, für welches der Level ich schon Blueprints habe. Ah, hier ist der Medium Inn. Also das Ding hatte ich da gebaut. Aber es ist eben nicht möglich, eine Zuordnung zu haben, zu sagen, okay, der lohnt sich besonders, weil ich dafür halt schon viele Blueprints habe oder so weiter. Das ist im Moment noch ein bisschen ungeschickt. Und die Schwierigkeit ist eben tatsächlich die Motivation für die Blueprints, ob sich das wirklich so lohnt. Weil im Moment habe ich jetzt mit den Ressourcen, komme ich ganz gut zurecht. Ihr seht auch, hier unten sind alle im Millionenbereich, was die städtischen Ressourcen angeht. Das heißt, was ist der Reiz, tatsächlich weitere Gebäude zu bauen? Also in dem Moment, also in der Form hat das Spiel für mich im Moment so ein bisschen ein Motivationsproblem, aufzusteigen, weiterzumachen, weil irgendwie so die Belohnungsspirale greift für mich irgendwie im Moment nicht. Ich kann das hier einfach weitermachen, kann hier die Zahlen hochjubeln. Ich habe sogar teilweise eben im Moment aufgehört, hier tatsächlich jetzt die Faster Upgrades und so weiter zu kaufen, weil es fehlt mir irgendwie nichts. Also ich kann meine Gebäude aufleveln, ich kann eben alle 8 Stunden mal vorbeischauen, erfülle dann, wenn ich auch diesen Turm hier jetzt vernünftig genutzt hätte, erfülle einfach die ganzen Requests, die hier reinkommen. Und inzwischen habe ich 5 von diesen Typen, die hier rumlaufen, die halt eben verschiedene Boni geben auf die verschiedenen Attribute. Ich weiß gar nicht, ob sind das alles nur, also der eine war Culture, der andere war, ja, solange die laufen, kann ich sie leider nicht anklicken. Sie war Population, also dürften das wahrscheinlich insgesamt einfach die 5 jetzt sein und damit auch das Maximum, weil die waren nicht von Anfang an da. Die sind erst so nach und nach wirklich aufgetaucht. So, hier jetzt wieder überall Bäume pflanzen. Also ihr seht, ich habe inzwischen auch 6 gleichzeitige Worker freigeschaltet. Mal gucken, der nächste Worker wäre bei 1,3 Billionen machbar. People habe ich auf jeden Fall genug und Armee auch. Das heißt, ich müsste bloß genug Geld zusammensparen, um das eben auszugeben. So, auf jeden Fall brauche ich mehr Holz, weil ich sonst die Holzrequests nicht erfüllen kann. Aber die anderen Sachen, da habe ich, ist schon so viel aufgelaufen, was ich bisher nicht ausgegeben habe. Und also die Level hier, glaube ich, so um 3 Level, 5 Level hat die jetzt aufgelevelt. Mal gucken, hier sind es 8 Level, dann mal wieder ein Major Level ab. Also ja, also natürlich, es kann weiterhin in der Hinsicht vorgehen. Gut, hier brauche ich noch mehr Holz. Aber ebenso das nächste größere Ziel, weil vor allen Dingen auch, warum soll ich hier jetzt alles zubauen? Ich könnte natürlich eben noch viel mehr Gebäude hinsetzen. Aber wenn ich schon genug Ressourcen habe, mit denen ich eigentlich nicht so genau weiß, was ich mit denen jetzt eigentlich anfangen soll, außer dass ich natürlich eben Gebäude bauen kann, die mir aber nur wieder dazu helfen, die Gebäude zu machen, es fehlt das übergreifende Ziel noch ein bisschen. Und das Letzte ist ja nur noch so Wunder. Also theoretisch könnte ich mich noch hier auf das Taj Mahal konzentrieren und sagen, okay, ich arbeite jetzt so lange, bis ich das Taj Mahal bauen kann. Aber auch dann ist wieder die Frage, wozu? Und im Moment ist tatsächlich das Einzige, was mich motiviert, weiterzuspielen, sind natürlich die Achievements. Gehe ich gleich noch mit euch drauf. Also, ich habe inzwischen 139 von 428, das ist noch relativ wenig, erfüllt. Und es gibt ja letztlich für jede Ressource, für übergreifende Ressourcen, gibt es diese Achievements für Speed-Up-Klicks, die jetzt natürlich schwieriger werden, weil den Wald zu speeden, also vor allem, wenn ich jetzt zwei Dinge habe, da kann ich sogar alle einmal durchklicken, da kann ich sogar wieder von vorne anfangen.
Das heißt, da mache ich gar kein Speedup mehr. Außerdem gab es bei dem doppelten Speedup irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten. Also da müsst ihr darauf achten, dass wenn ihr 2 Plus anhabt und den jetzt beschleunigt, dann habe ich hier, wie ihr seht, bekomme ich überhaupt kein Holz dazu. Also da ist noch irgendwie ein Bug, der das irgendwie nicht richtig zuordnet oder verzögert. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall habe ich dann immer das Gefühl, dass ich nicht wirklich die Rohstoffe bekomme, die ich hier hätte abbauen können sollen. Weil wenn ich hier einmal drüber gehe, sollten das eben 2000, beziehungsweise steht es ja sowieso hier, also 1300 sollte ich auf jeden Fall reinbekommen. Und wenn ich hier halt ein paar Mal klicke und das Holz nicht gezielt einsammle, dann nimmt es irgendwie nicht so stark zu, wie es aus meiner Sicht sein sollte. Aber egal, das sind so kleinere Sachen, das kann man verzeihen. Die sind halt eh noch in den Entwicklungen und ich hoffe, dass dann natürlich noch weitere Updates kommen. Bin vor allen Dingen gespannt, eben was Spielinhalt dann noch irgendwie dazukommt. Also zurück zu den ja, Errungenschaften, die da möglich sind. Also das eine sind dann natürlich jetzt die Requests zu erfüllen. Das heißt für die verschiedenen Gebäude, in dem Fall ist es noch der Port. 1000 hört sich relativ viel an, aber man muss bedenken, dass ich ja 10 auf einmal erfüllen kann. Das heißt, es sind dann nur 100 Mal die Erfüllung von diesen Anfragen. Die Building Request das gleiche. Das heißt, ich muss im Endeffekt hier immerhin 25.000 Gebäude einmal zufriedengestellt haben. Beziehungsweise hier geht es dann noch weiter bis 10 Millionen. Das heißt, 1 Million Mal, wenn ich jetzt meinetwegen 100 Gebäude bauen würde, nivelliert sich das auch wieder. Aber es dauert natürlich seine Zeit. Dann die Harvest-Sachen. Da ist es so, dass die automatischen Ressourcen, die gesammelt werden, mit da reinzählen. Bei 250 Millionen, das ist schon, beziehungsweise es geht ja noch weiter. Mal gucken, bis wohin geht es denn? Millionen, Billions. Eine Billion ist, glaube ich, jetzt das höchste hier. Das Produce geht auch bis 1 Billion. Aber das macht das Ding halt auch automatisch. Das heißt, da muss ich mich jetzt nicht großartig anstrengen. Es braucht halt dann einfach nur Zeit, wenn ich jetzt nichts Großartiges mache. Und da ist eben die Frage, dadurch, dass das hier alles eher darauf ausgelegt ist, möglichst hohe Produktionswerte zu haben, machen die Resets keinen Sinn, weil die Resets aus meiner Sicht nicht so viel Bonus geben. Also von wegen hier bekomme ich 3 Skill Points, eventuell wenn ich noch bis 40 mache, bekomme ich 4 Skill Points. Und mit 4 Skill Points kann ich dann, ja, wenn ich den nehme, sogar nur einmal um 25% steigern. Und es ging ja um das Harvesting. Das müssten. Nee, das waren die Auto Buildings, das waren die, genau, Harvesting war eigentlich das hier oben. Das heißt, da müsste ich schon 3 ausgeben, um nochmal eine 25-prozentige Steigerung zu haben, was dann auch nur noch die Hälfte von dem ausmacht, was ich schon als Bonus dazugenommen habe. Und ab 10, okay, da bin ich jetzt soweit, das heißt, da kann ich jetzt hier upgraden, mal gucken, was hier so die Boni sind, weil die habe ich mir noch nicht angeschaut. Genau, also das waren die Harvesting-Ressourcen selber. Das war der Coin-Wert, der damit gesteigert wurde. Das, was ich nicht aktiviert habe, hier sind die Special Buildings, die mehr, also das sind die Gebäude selber. Das hier sind die Auto-Produce, das heißt die hier oben, die ganze Reihe, die ich da gesteigert habe. Ebenso, dass die Buildings selber mehr droppen, was aus meiner Sicht da sinnvoller war. Achso, das hier bezieht sich dann, glaube ich, nur, also zumindest eins von denen. Ich weiß nicht, ob andere auch noch als Special Building gelten. Vielleicht diese Wunder. Auf jeden Fall waren mir die Ressourcendrops hier auf jeden Fall wichtiger und das andere hier sind nochmal die City Hall. Da ist es eigentlich ziemlich egal, was die City Hall droppt, weil es ja eigentlich eher nur Coins sind. Also von daher habe ich da jetzt auch keinen Grund, unbedingt dort Skillpunkte zu investieren. Mal gucken, was jetzt hier wirklich freigeschaltet wurde, dadurch, dass ich ja eben noch 2 Skill Points inzwischen dazu bekommen habe. Clickstave of more harvesting time. Okay, also bei den Bäumen ist es inzwischen recht uninteressant, weil ich da ja mit ein, zwei Klicks sowieso durch bin, selbst wenn überhaupt kein Bonus da ist. Das längste sind natürlich jetzt hier immer noch das Fishing und das Mining. Bei den anderen hier geht es schon und das Essen ist sowieso, das Essen ist genauso schnell fast wie eben bei den Bäumen. Da ist eine Beschleunigung nicht mehr großartig notwendig. Ich kann mal die anderen da oben noch hinsetzen, damit die da ein bisschen was abbauen. Und ich brauche ja doch noch ein bisschen Holz.
Da sind schon wieder ein paar Monster aufgetaucht, die natürlich dann auch nochmal helfen, zusätzlich Geld einzusammeln. So 8.000. Und du brauchst jetzt 80.000 nochmal. Auf jeden Fall, das ist schön, dass sie das auch geändert haben, dass eben die Requests jetzt generell angezeigt werden, unabhängig davon, ob man in der Lage ist, sie zu erfüllen, weil das war am Anfang schon ziemlich unpraktisch, wenn man gar nicht gesehen hat, ach Moment, da fehlen ja Ressourcen und das Gebäude fragt genau die nach und ich kann die dann gar nicht bedienen, weil ich ja gar nicht weiß, dass ich die abbauen hätte sollen, um die Nachfrage von dem Gebäude zu erfüllen. So, hier unten habe ich jetzt wieder einen weiteren Bonus bekommen. Oben tauchen hier immer die Boni auf, wenn ich tatsächlich die Errungenschaften bekomme und dadurch dann. Deswegen, ich habe im Moment zwar noch relativ viel, ja genau, die kann ich auch schon mal einsammeln, relativ viel von diesen Edelsteinen, aber das wird halt auch deutlich weniger, wenn sobald halt nur noch die Dailies in Frage kommen und nicht mehr die Errungenschaften weitere zur Verfügung stellen. Deswegen gehe ich im Moment da ein bisschen sparsamer mit um und eben überlege, das nur bei den 50ern zu machen und eventuell die 50er aber auch nur zu nehmen, wenn die mir hier eben für die Forestry zum Beispiel, oder eben Forestry habe ich ja jetzt schon, sondern eher für die anderen Felder dann, dass ich da auch nochmal einen ordentlichen Bonus bekomme, damit sich das dann lohnt, die Blueprints anzuwenden. Weil für die Gebäude weiß ich wirklich noch nicht, inwieweit sich dann lohnt, bei jedem irgendwie die Blueprints zu haben. Da wäre es, glaube ich, sinnvoller, eigentlich die Blueprints für die Gebäudetypen, also eher für die Gebäudetypen zu haben. Das heißt, dass ich einen Blueprint dann auf Population insgesamt und das dann für alle Population-Gebäude. Weil so ist ja irgendwie schwierig zu sagen, ja, lohnt sich das jetzt, ein niedrigstufiges Gebäude, nur weil das den Blueprints hat, gegenüber einem höherstufigen dann zu aktivieren. Weil mal gucken, ich kann ja nochmal vergleichen. Ich habe jetzt hier unterschiedliche, also Medium House hat plus 4 und Level 171 mit 45.000 Population. So, das hier ist Level 200, hat 80.000 Population. Und das hier ist jetzt Coins. Mal gucken, habe ich hier unten noch Population? Ja, hier habe ich zum Beispiel auch ein Townhouse, das auf jeden Fall deutlich teurer ist als das da. Mit einem ähnlichen Level, 178, und hat etwa die gleiche Population. Das heißt, ist die Frage, braucht man die höherstufigen überhaupt? Hier habe ich jetzt 250, Level 250 mit 63.000 Population. Also, ich weiß nicht genau, wie die einzelnen Kurven sind und natürlich, ob die Timer, wenn ich einen Zehner reingehauen habe, bei allen irgendwie später gleich laufen, wobei die Timer ja eher mit dem House-Level dann langsamer werden. Weil hier sehe ich zum Beispiel, der ist jetzt erst Level 24 und die laufen deutlich langsamer. Also die anderen beiden, ich habe die ja relativ gleich gestartet. Das ist, der ist jetzt mit 104 und läuft langsamer als der hier. Hat aber auch nur den halben Bonus. Also wenn das irgendwie linear sein sollte, zu sagen, okay, der braucht länger und hat weniger, dann wäre es natürlich sinnvoll, immer die höchsten Gebäude zu benutzen. Aber dann brauche ich auch die Ressourcen. Und im Moment brauche ich die Ressourcen zu wenig, weil wenn ich nicht baue, brauche ich die Ressourcen nicht und so weiter und so fort. Also das ist so im Moment so ein bisschen die Motivationsspirale, die nicht so richtig anspringen will, erst im Moment. Und mal sehen, wie ich da mit dem Spiel weitermache. Ein bisschen werde ich auf jeden Fall noch in den Achievements hinterher grinden, das ist mir auf jeden Fall wichtig genug. Also gehen wir mal die Achievements noch durch, eben die ganzen Sachen, das Harvesting, dann Reach Dungeon Floor, da bin ich ja jetzt auf dem Weg zur 100, das heißt, da habe ich jetzt noch einen guten Grund, erstmal bis 200 weiterzumachen. Von den Ressourcen habe ich ja da kein Problem. Und dann ist letztlich das Einzige, was mich tatsächlich dazu bringt, oder warum bis zum Jahr 10 aktuell weiter zu transzenden, wäre eigentlich das hier. Und ich muss ja, denke ich, jedes Mal Level 50 erreichen. Ich weiß es nicht mehr genau, ob ich oder ob ich mindestens den Wert vom vorhergehenden erreichen muss. Das würde es natürlich umso schwieriger machen. Das heißt, dass ich erst dann transzenden kann, wenn ich mindestens einen Blueprint oder einen Skillpoint vorher freigeschaltet habe. Dann wäre das natürlich ein ziemlicher Anstieg. Aber ich denke, ich muss einfach nur Level 50 erreichen und darf dann in die nächste Season wechseln. Und ja, das würde noch etliche Male diesen Neuaufbau bedeuten. Ich werde nachher nochmal zu dem Trailerpark Boys wechseln. Und da habe ich ja eigentlich auch immer die Sache, dass ich ständig von Season zu Season wechseln muss. Aber da hat es eine andere Motivationsspirale. Da ist zum einen das irgendwie so ein bisschen abgeschlossen, so eine Season. Ich habe Aufgaben erfüllt und da
ist die Geschichte zu Ende und es lohnt sich dann, in die nächste zu wechseln. Das werdet ihr nachher nochmal sehen. Hier ist es eben so, dieser Reset, dass alles verloren geht und ich alles wieder neu aufbaue, ist irgendwie nicht lohnend genug im Moment. Also zumindest aus meiner Empfindung heraus, einfach zu wenig. So, genau, hier ist 250, das heißt, das sind einfach jetzt die Ressourcen natürlich, die 5. Und dann baue Gebäude, also 5000 Gebäude zu bauen, das dauert einiges. Bei 50 Blueprints, das ist auch noch eine Sache. Ihr habt ja gesehen, dass ich zweimal 50 Blueprints gekauft habe. Aber anscheinend ist hier nicht die Anzahl, sondern die Anzahl, wie oft ich Blueprints gekauft habe. Also nicht 50 Blueprints vom Construction Yard kaufen, sondern 50 Mal Blueprints von der Construction Yard kaufen. So verstehe ich es dann zumindest, weil sonst würde das von der Rechnung her nicht aufgehen. So, dann haben wir hier jetzt noch weitere Port-Requests, Building-Requests, Population, Ressourcen. Okay, das ist dann jetzt noch auf 1T. Also da sind die Sachen noch weiter angehoben worden. Coins natürlich dürfen auch nicht fehlen. Und dann das Speedy-Up, das ist im Endeffekt noch das Schwierigste, weil das natürlich einen aktiven Klicker erfordert. Das heißt, 1 Million Mal Phishing-Speeding zu beschleunigen. Da ist im Moment natürlich die Schwierigkeit, das kann ich nicht einfach machen lassen, so von wegen mein Autoklicker aktiv. Ach, apropos Autoklicker, da kann ich euch auch noch eine Info geben. Also soweit mal hier die Sachen. Weil ich hatte ja beim ersten Mal, wo ich das gespielt habe, habe ich festgestellt, oh, der Autoklicker klappt nicht und so weiter und habe jetzt im Zuge meines Neuaufsetzens vom Rechner und so weiter, um mich mit den Konfigurationssachen zu beschäftigen, mir das nochmal genauer angeschaut. Und ja, das Problem war meine Einstellung, weil ich benutze ja dieses Gaming-Pad, in dem einfach die Mausklicks simuliert werden, indem sie einfach eben per Skript ausgeführt werden. Und dieses Ausführen der Autoklicks war nicht das Problem, dass die Programme tatsächlich in der Lage sind, zu unterscheiden, ob dieser Mausklick jetzt von einer echten Maus kommt oder einfach nur per Systemeintrag dort halt in dem Skript stattfinden, sondern die Schwierigkeit war, sie waren zu schnell, weil in dem Skript konnte ich einstellen, es gibt ja das Mausklick-Down-Event und das Mausklick-Up-Event. Und wenn ich zwischen beiden zu wenig Zeit verstreichen lasse, also genau, ich habe eigentlich gar keine Zeit dazwischen verstreichen lassen und habe das ja beide hintereinander ausgelöst, dann ist das Spiel einfach nicht schnell genug hinterhergekommen in seiner Verarbeitungsschleife und hat diesen Klick gar nicht wahrnehmen können. Also deswegen funktionieren meine Klicks jetzt auch. Das heißt, ich kann hier mit dem langsamen Klick und ich kann sogar mit dem schnellen Klick ganz rasantes abbauen. Wie gesagt, nur das Problem, dass wenn das zu schnell geht, ich mein Holz eventuell nicht bekomme. Also ihr seht, ich habe jetzt hier ein paar Mal Holz abgebaut und habe eigentlich nur einmal ein Holz einsammeln können. Also insofern ging das in eher bloß darum, dass ich das beschleunige, dass ich halt die Klicker aktiv habe, um diese ja, Beschleunigungs-Achievements zu bekommen. Das Einzige, was da eben noch die Schwierigkeit ist, ich kann das nicht einfach aktivieren und sagen, okay, ich lasse es jetzt mal eine Stunde laufen, weil natürlich irgendwann ist das Ding erschöpft. Das ist beim Fischen jetzt leichter möglich. Deswegen habe ich mir damit auch überlegt, lieber aufzuhören, noch weitere Dinger zu kaufen, weil bei Holz kann ich es natürlich schon nicht mehr machen, weil innerhalb von 1, 2 Minuten ist das Ding erschöpft und dann denke ich, zählt auch der Klicker nicht mehr. Deswegen ist es sinnvoll, dann eventuell beim nächsten Reset, das wäre noch ein Grund, erstmal in die nächste Season zu gehen. Das wird ja dann die erste Winterseason, die ich dann mache. Und dann dort die Baumklicks einfach zu machen, bevor ich dann größere Upgrades kaufe, um dort die Achievements zu vervollständigen. Weil klar, solche Grinding-Achievements, die irgendwie mehrere Millionen Klicks erfordern, das dauert eine ganze Weile. Eine Neuerung, die sie auch reingebracht haben, das gilt nicht für die Weltwunder, also für die Wunder ist es nicht möglich, aber für die anderen Gebäude, die können jetzt tatsächlich abgerissen werden. Das haben sie auf jeden Fall ergänzt. Auch wenn ich tatsächlich inzwischen erkennen kann, zum einen aufgrund dieses Prestige, wo ja alle Gebäude sowieso wegkommen und aufgrund der Menge an Plätzen. Ich weiß im Moment noch gar nicht, wie groß das Ganze tatsächlich werden könnte, bis wohin man hier ausbauen kann, weil Platz ist hier noch ungemein viel. Aber das werde ich wahrscheinlich in nächster Zeit auch noch nicht so oft ausprobieren. 5 Millionen. Aber wir können ja mal gucken, wie weit sich das hier erweitern lässt. 400 Millionen. Okay, das heißt, es ist eher dann eine Kostenfrage. Und es wird dann hier einfach noch drangehängt. Also mal sehen, wie weit es später tatsächlich geht.
weil Geld ist ja eh jetzt kein großer bremsender Faktor. Und für die anderen Sachen, da braucht es noch erstaunlich wenig. Also da habe ich ja im Millionenbereich, das heißt, da habe ich mehr als genug, um die weiter einzukaufen. Beim letzten Update mit der Version 1.1, da ist auch ein bisschen was geändert worden, weswegen ist das auch noch also 1000 von den 2000 habe ich durch das Update bekommen, was so als Entschädigung irgendwie mitgegeben wurde. Von daher, die sind nicht alle durch die Daily Quests und nicht alle durch die Errungenschaften gekommen, sondern eher durch ein Geschenk. Eine Sache, die auch noch wichtig ist, zu schauen, weil hier steht ja Reach City Hall Level und das nicht zu verwechseln mit dem Major Level. Also es geht hier tatsächlich darum, dass die City Hall, die ihr relativ schnell ausleveln könnt, indem ihr die einfach ja, mit den 10er-Faktoren beschenkt. Und hier ist auch nochmal das Besondere, im Gegensatz zu allen anderen Gebäuden, die ja mit dem höheren Level immer langsamer hier vom Timer her laufen. Die City Hall bleibt ziemlich zügig. Das heißt, ihr könnt da immer wieder Zehner reinhauen und die läuft ziemlich schnell ab. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, was ihr mit euren Ressourcen, mit den normalen Ressourcen anstellen sollt, ja, die könnt ihr auf jeden Fall immer wieder in die City Hall reinwerfen und so natürlich dann schnell die City Hall nach oben grinden. Und im Nebeneffekt dann letztlich die Major Level. Die Major Level haben tatsächlich nur hier, eine Relevanz. Und hier im Spiel gilt eben das City-Level. Keine Ahnung, warum das so gelöst ist, warum das ja, in dieser Hinsicht da aufgeteilt ist. Aber auf jeden Fall darauf achten, dass das nicht das Major-Level ist, was ihr hier hochbringen müsst, um die verschiedenen Gebäude zu bauen, sondern die City Hall. An dem roten Turm bekommt ihr bis zu 480-fache von dem, was hier jetzt steht. 480 mal dieser Wert, der pro Minute produziert wird. Und damit könnt ihr in aller Regel, also wenn ihr jetzt nicht länger im Spiel verbleibt und wartet, bis hier die einzelnen Timer wieder runtergehen, auch die Consulars gehen relativ zügig wieder runter, könnt ihr einfach alle Anfragen, die hier aufgestellt werden, dann eigentlich in einem Rutsch bedienen. Also die Timer sind dann eben alle wieder unten und ja, der hier braucht jetzt noch einige Stunden. Hier ist auch schade, dass hier fehlt eigentlich eine vernünftige Zeit überhaupt mit den Timern. Die lassen sich halt schlecht einschätzen. Was haben die jetzt hier für eine Laufzeit? Das finde ich ein bisschen schade, weil ich so nicht einschätzen kann, okay, ich lasse das Spiel jetzt mal eine Stunde offline und komme nach einer Stunde wieder vorbei, weil ich ja nicht wirklich einschätzen kann, wie lange die Timer hier tatsächlich brauchen und wie viel sie dann im Endeffekt auch langsamer werden, jeweils nach den weiteren Level-Ups. Ah, da ist schon wieder ein Monster aufgetaucht. Also die kann man auch beschleunigen, allerdings dafür gibt es, glaube ich, kein Achievement, wenn man die beschleunigt. Und soweit also heute die, ja, der neue, der zweite Besuch bei Harvest Season. Und ich finde es immer noch interessant, eben trotz der irgendwie fehlenden Motivationsspirale, weil zumindest die Motivation immer noch kommt, noch einiges mehr von den Errungenschaften zu machen. Aber mal sehen, wie lange mich das wirklich hier am Spiel hält, und wie lange ich da noch mitspielen werde. Also, schauen wir mal. Also bis zum nächsten Mal dann bei Harvest Seasons.